Lieutenant, uns ist bewusst, was für Auswirkungen das hier haben wird. Wir müssen die Borg um jeden Preis stoppen. Die Zeit ist gekommen, sich den Borg entgegenzustellen. Dazu benötigen wir Verstärkung und Vorräte für die Flotte. Die Sternenbasis bei Alpha Theta 6 wird uns als Angriffsbasis dienen. Aber sie wird momentan attackiert und ist dramatisch unterversorgt. Berichte über eine Anwesenheit der Borg in diesem System machen es außerdem unmöglich, unbegleitete Frachtschiffe mit Vorräten dorthin zu schicken. Unser Erfolg hängt davon ab, ob wir es schaffen, Vorratskonvois zu schicken und sie gleichzeitig zu beschützen. Das könnte richtig interessant werden. Wir brauchen 1500 Metall, Dilithium und Latinum. Und außerdem dürfen die Handelsstationen nicht zerstört werden. Und wir müssen den Handelsaußenposten erreichen. Bauen Sie Frachtschiffe. Das ist das geringste Problem. Aber unser erstes Problem wird sein, wir müssen sehr, sehr schnell sein. Eine Schiffswerft bauen, einen weiteren Schiffsbau begonnen. Ein paar weitere Frachter bauen, als auch Konstruktionsschiff. Geben Koordinaten ein. Weil die Borg jetzt halt schon anfangen, auch hier anzugreifen. Das ist recht gut verteidigt mit diesen Torpedo-Geschützen, muss ich wirklich sagen. Das ist eine sehr gute Verteidigung. Schiffsbau abgeschlossen. Bereiten Sie den aber ich kann es auch schon mal so sagen, diese Station wird es nicht lange alleine durchhalten. Schiffsbau abgeschlossen. Runter, so ungefähr. Das ist ein logischer Befehl. Nicht so weit weg. Hier rüber. Bestätigt, Sternenflotte. Hier beide. Alles klar. Sammelt mir hier oben noch ein weiterer. Schiffsbau die haben wir dann abgeschlossen. Also, sammelt. Bereit zur Arbeit. Stationsbau begonnen. Und der nächste sammelt mir ein bisschen. Die nächsten paar sammeln mir Laufen. Ne? Steuermann, neuen Kurs setzen. Ein kluger Plan. Dann hier gleich hoch. Kursänderung. Und wir haben kein Schiff, wo wir dieses Mal wirklich beschützen müssten. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Mache ich. Schiffsbau abgeschlossen. So, Latinum abbauen, Latinum abbauen. Bereit zur Arbeit. Und Latinum abbauen. Ich kenne die Map ein bisschen, darum. Hier gibt es nämlich ein Wurmloch. Stationsbau abgeschlossen. Feind angegriffen. Nee, das tun wir noch nicht. Bestätigt. Das Angreifen. Es gibt eine sinnvollere Methode. Wir haben jetzt die Steamrunner-Klasse. Die hat Torpedos, die langstreckenbasiert sind und mit diesem Schiff können wir auch Sternbasen recht gut auseinandernehmen. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Hier brauchen wir auf jeden Fall. Hier oben. Ein kluger Plan. Und wie viel Crew brauchst du? 300. Schon recht viel. Bestätigt, Sternenflotte. 100 Crew, ich glaube, das eins von beiden kriegen wir jetzt halt nicht. Stationsbau begonnen. Und das ist. Oder reicht das gerade noch so? Zu wenig Crew. Nein! Er war ein paar Sekunden zu früh da. Okay. Jetzt haben wir das. Wie gesagt, diese Schilde regenerieren sich nicht. Und. Ja, wir müssen diese Station hier dann auch vorne ein paar Verteidigungs-
Anlagen hinstellen, als auch Schiffe zur Verteidigung. Ansonsten haben wir richtig Probleme. Wir können hier ja auch eins oder zwei Sternbasen hinsetzen. Sehr gute Verteidigung, ich hoffe. Aber wie wir gesehen haben, es fliegen auch Bohrkuben hier rum. Die werden keine wirklichen Schiffe bauen, unser Verbündeter hier. Soll heißen, wir müssen wirklich drauf schauen, dass die Station hier drüben nicht zerstört wird, als auch unsere Handelsstation, weil wir können auch keine weitere Handelsstation bauen. Und um die Steamrunner-Klasse zu bauen, ist dieses Wissenschaftsstation erforderlich. Und das wird teuer. Richtig teuer. Geben Koordinaten ein. Bestätigt. Unterwegs. Jetzt haben wir das hier. Feind angegriffen. Oh nein, 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 nein. Ich hab diesen Torpedowerfer vergessen. Fuck. Da war ein Torpedowerfer. Kursänderung. Hier sind nochmal zwei Dilithiummonde als auch ein Klasse-L-Planet, den wir besiedeln können. Und das ist das Schöne an dieser Klasse hier. Sie hat eine unglaubliche Reichweite. Eine Sichtreichweite. Die ist super. Wir könnten auch hier... Stationsbau abgeschlossen. Das glaube ich werden wir auch machen. Du fuhrst hier runter. Schiffsbau begonnen. Wir brauchen zwei Kolonieschiffe für diese beiden Planeten hier. Und ja, hier werden wir auch wieder sehr stark auf Akira-Klassen setzen. Und halt die Steamrunner-Klasse, damit wir hier schön uns rumschleichen können, als auch hier die Stationen dann zerstören können. Die Steamrunner-Klasse kombiniere ich gerne mit der Aufklärer-Klasse. Das mache ich eigentlich bei jedem Volk gern. Bestätigt. Weil man richtig schöne Sichtweite hat und bereit und willig. Das auch dann richtig gut ausnutzen kann. Die Range. Kolonisation gestartet. Einmal diese Kolonie, dann hier unten. Dann brauchen wir auch noch Verteidigung hier unten. Schiffsbau abgeschlossen. Und gleichzeitig ein paar weitere Schiffe. Ich hoffe, dass der Torpedowerfer unser Schiff hier nicht zerstört. Aber bevor ich das mache, lasse ich es lieber hier. Ah, hier sind nämlich auch Verteidigungstürme. Nope, da kann ich noch nicht hin. Was bauen wir? Ich würde gerne die Artillerie bauen. Das ist ein logischer Befehl. Das wird schon mal kolonisiert, dann haben wir da schon mal wenig Probleme. Wie man hier das genau auf 800 bringt, dass man sagt, okay, ich möchte bloß 800 haben. Entweder man ist schnell genug oder man kann es irgendwo einstellen, aber das weiß ich nicht. Dann baue ich hier schon mal das hier. Kolonisation erfolgreich. Ich zeig bloß mal was. Schiffsbau abgeschlossen. Weil ich habe ja gesagt, das ist richtig schön gebalanced. Die Schiffe machen auch unterschiedlich viel Schaden. Das ist richtig gut. Und hier... Das hat keinen Antrieb mehr. Und das Gute ist, die Schiffe konzentrieren sich auf uns und nicht auf die... erst einmal auf die Station hier. Schiffsbau abgeschlossen. Ihr fliegt mir mal hier hoch, weil da kann man das am besten demonstrieren. Auch wenn die nicht viel kosten, Richtung wird gewechselt. Hier kann man es richtig schön zeigen. Es dauert ewig, bis das runtergeht. Wir haben jetzt hier die Feindklasse, die macht schon guten Schaden für ihre Klasse.
Wie gesagt, dauert aber ewig. Die Sternbasis würde ich ungefähr hier hinbauen, dass die, wenn die Borg hier kommen, dass die hier irgendwo vorbei müssen, dass die richtig schön abgeschossen werden. Der einzige Nachteil der Steamrunner-Klasse, sie braucht viel Metall und das ist momentan was, was wir nicht haben. Das Gute ist, wir können die Lithium verkaufen. Damit wir nochmal ein paar Metalle zukaufen. Wir werden jetzt halt nur eine Steamrunner-Klasse erstmal bauen. Später mehr, wenn wir mehr Produktion haben. Bestätigt, Sternenflotte. Schiffsbau können wir begonnen. Mal das bauen. Okay, bauen wir 3. Schiffsbau abgeschlossen. Dann denke, wir kaufen noch ein bisschen Metall. Das ist Latino. Etwas, wo wir recht lang brauchen, um das hereinzubekommen. So, hier hin. Geben Koordinaten kann ich mal. Und ihr seht, die ist sagen ultra mir, schnell. Ich soll. Die sind auch nicht nur mit ihren Torpedos, ihren Reichweiten-Torpedos ausgestattet, sondern auch haben einen Phaser. Der ist jetzt halt nicht so stark. Und ihr seht schon, die Reichweite ist echt gut. So. Und wenig Schaden machen die auch nicht. Feind angegriffen. Nein. Geben Koordinaten ein. Hinterher, nicht hinterher. Geben Koordinaten ein. Bestätigt. Nicht verfolgen. Verstanden. Nicht verfolgen. Hier drauf. Feuern. Das Borgschiff ist mir jetzt halt erst einmal scheißegal. Setzen Sie Kurs. Bei dieser Torpedowerfer muss erstmal weg. Und er macht auch guten Hüllenschaden. Diese Torpedos. Sieht man ja, wie schnell die runtergehen. Aber machen leider auch ein bisschen Friendly Fire. Das ist der. Sagen Sie bisschen mir, der ich Nachteil soll. Daran. Bestätigt. Feind angegriffen. Sagen Sie mir, wohin jetzt ich soll. Hoch. Station wird angegriffen. Weil hier sieht man, die gehen recht schnell hier drauf direkt. Auf ein die Station. Plan. Ein kluger Plan. Setzen Sie einen neuen Kurs. Noch ein bisschen mehr Dilithium, wenn ich bitten darf. Bauen wir die ungefähr hier hin. Das ist ein so. Logischer Befehl. Stationsbau begonnen. Alle Sektionen du gehst mir hier runter. Und ihr drei. Bestätigt. Gebt mir hier hin und ihr. Fliegt nochmal hier runter. Bestätigt, Sternenflotte. Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Erst wenn diese Station fertig ist, können wir sagen ein bisschen mir, beruhigter. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Kursänderung. Sein, zumindest. Bestätigt. Der hier muss weg. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Bestätigt. Alle Stationen Bericht.
Ja, ich liebe Range-Waffen. Und das Gute ist, diese Torpedos, sobald der Schild unten ist, machen die noch mehr Schaden. Und wie ihr seht, man kann einfach alles outrangen. Das ist das richtig Gute daran. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Kommst du durch? Wir haben schwere Schäden durch einen Nebel erlitten. Das ist doof. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Okay, diese Station ist schon mal fertig. Also brauche ich mich um hier nicht mehr ganz so fürchten. Schiffsbau. Bauen wir nochmal ein Konstruktionsschiff. Aktivieren Sie den Antrieb. Volle Kraft voraus. Schiffsbau abgeschlossen. Das war jetzt nicht die klügste Idee. Feind angegriffen. Das ist das Gute, dass die Station so weit schießen kann. Bereit zur Arbeit. Also, alle Sektionen in Bereitschaft. Das ist wirklich Gold wert, gerade, dass wir da so eine hohe Range haben. Das ist ein logischer Befehl. Dann brauchst du nicht das hier erst einmal. Stationsbau begonnen. Ja, die Borg können hier doch recht viel bauen. Station das ist wird angegriffen. Bisschen beunruhigend. Stationsbau begonnen. Mal die stärkeren Schiffe hier hinten weg snipen. Feind angegriffen. Ihr seht halt, unsere Latinum-Produktion wird generell sehr in Mitleidenschaft gezogen von dem Borg. Wir bräuchten hier oben ein kluger Plan. Flieg mal hier durch. Hoffentlich fliegst du nicht direkt durch den Nebel durch, weil dann hatte ich ein Konstruktionsschiff. Weil das machen sie auch gern, teilweise durch diese Nebel hier durchfliegen. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Hoch, dann können wir hier nämlich wieder das hier hinstellen. 400 Metall. Okay, dann können wir es uns noch nicht ganz leisten. Fordere zusätzliches Personal an. Kaufen wir uns noch mal Metall. Damit wir hier ein kluger Plan. Noch mal was bauen Stationsbau können. Stationsbau begonnen. Setzen Sie einen neuen Kurs. Ich möchte hier ein paar Sensoren hinstellen, weil dann können wir schon zumindest die ganzen Geschütze hier unter Beschuss nehmen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ihr seht, wie schnell das... Das war knapp. Das war sehr knapp. Bestätigt, Sternenflotte. Stationsbau begonnen. Können wir uns eigentlich jetzt schon... Schiffsbau begonnen. Bauen wir uns ein paar Defined lassen, bevor wir nichts bauen. Und dann, weil wir haben noch nicht allzu viel Metall, dürfen wir halt auch nicht so unterschätzen. Metall in dem Spiel, das dauert ein bisschen, bis man das hat. Stationsbau abgeschlossen. Die Borg haben es da ein bisschen leichter. Spezies 8472 hat es da um Welten einfacher. Schiffsbau abgeschlossen. Alarmieren Sie die Crew. Aktivieren Sie den Antrieb. Alarmieren Sie die Crew. Alarmieren Sie die Crew. Oh, hier ist abgeschlossen. Ein Keil. Alarmieren Sie die Crew. Das ist ein spezielles Enterschiff.
Stationsbau begonnen. Volle Kraft voraus. Macht nicht so viel Schaden, aber dafür ist es sehr, sehr gut. Bestätigt, Sternenflotte. Schnelle Enter-Kommandos auf ein Schiff zu bringen. Ein kluger Plan. Stationsbau abgeschlossen. Und jetzt erzählt man hier, wir haben Range. Und schon. Funktioniert das? Setzen Sie einen neuen Kurs. Das ist ein logischer Befehl. Schiffsbau abgeschlossen. Wenn Schiffe so stehen bleiben, nehmen die auch Ultraschaden. Schiffsbau abgeschlossen. Ausführung nicht möglich. Kriegen wir den? Bringen Sie sämtliche Waffen zum Einsatz. Schiffsbau abgeschlossen. Das wäre nämlich gut, wenn wir... Ausführung nicht möglich. Energie in Waffensysteme umleiten. Knapp, aber wir bekommen das Schiff, die Station hier. Baue ich mal ein paar. Stationsbau abgeschlossen. Teure Schiffe, aber wir brauchen sie. Zu wenig Latinum. Ja, das wird noch ein längeres Problem werden. Dass wir kein Latinum haben. Alarmieren Sie die Crew. Volle Kraft voraus. Unterwegs. Das Gute ist, die Borg können gerade nicht zurückschießen. Bestätigt, Sternenflotte. Das ist unser einzigster Vorteil, den wir gerade haben. Schiffsbau abgeschlossen. Wir könnten auch durch die hier die ganzen Mineralien durchbringen und hier gleich hin liefern. Dann wäre es eigentlich auch schon geschehen. Aber ich mach die Mission lieber so, dass man hier sich immer durchkämpft und dann hier halt schnell die Ressourcen dann nach und nach hinbringt. Stationsbau begonnen. Schiffsbau abgeschlossen. Noch ein paar von denen. Weil dann können wir uns hier schön durchhauen. Schiffsbau abgeschlossen. Alarmieren Sie die Crew. Stationsbau abgeschlossen. Kommt ihr mal bis hierhin, weil dann können wir die Sensoren verlangen. Schiffsbau abgeschlossen. Aufs Korn zu wenig Metall. Sehr gut. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Setzen Sie einen neuen Jetzt halt Kurs. Jetzt fliegen wir mal in diesen ein Nebel. Plan. Das ist ein kerulianischer Nebel. Der hellblaue kerulianische Nebel setzt Schilde und Waffensysteme außer Gefecht. Außerdem ist es in einem solchen Nebel nicht möglich, das Schiff zu tarnen. Setzen Sie einen neuen Kurs. So heißen diese sind jetzt halt schon außer Gefecht. Setzen Sie Kurs. Wir haben gar keine Schilde und so weiter. Alarmieren Aber wir Sie haben Crew. Schon mal ein bisschen Vision, was wir auch brauchen werden. Wir haben immer noch kein Metall. Zu wenig Metall. Den hier. Bewaffnet und bereit. Und auf Gefechtsstation. Verstanden. Bestätigt, Sternenflotte. Richtung wird gewechselt. Kurs wird geändert. Volle Kraft voraus. Jetzt kaufen wir uns noch mal ein bisschen was. Verkaufen aber ein bisschen die Lithium dafür und kaufen. Schiffsbau begonnen. Das. Aktivieren Sie dann den können Antrieb. Wir ganz beruhigt diese Geschütze hier ausschalten, ohne wirklichen Schuss abfeuern zu müssen, dass unsere ganz normalen Schiffe angreifen müssten. Stationsbau begonnen. Und hier haben wir einen Mutara-Nebel. Mutara-Nebel sind erkennbar an ihrer purpursilbernen Farbe und sprühen von elektrischer Elektrizität. Die Schiffe verlangsamen
die Schiffe verlangsamen. Mutara-Nebel setzen auch Schilde und Sensoren außer Gefecht. Okay. Alarmieren Sie die Crew. Hier haben wir unsere kleine Truppe wieder. Alarmieren Sie die Crew. Die nicht gerade die schnellste ist, aber Schiffsbau begonnen. Schaden anrichtet. Und das viel. Schiffsbau abgeschlossen. Und schon ist Hammer Sicht, schon schießen die Steamrunner-Klassen drauf. Das ist so gut. Wir müssen halt ein bisschen langsamer mit dieser Taktik Schiffsbau vorgehen, aber sie ist. Aber wir verlieren halt ultra wenig Schiffe. Kursänderung. So. Ich möchte halt jetzt noch nicht zu dieser Sternenbasis hin, weil ich habe Angst, dass irgendwas vielleicht getriggert wird und dann größere Angriffe kommen. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Auch wenn wir auf schwer das gestellt haben, es ist nicht unbedingt einfach. Setzen Sie Kurs. Setzen Sie Kurs. Hier ist eine Borg-Sphäre. Kurs wird geändert. Könntet ihr euch bitte darum kümmern? Das wäre super. Aktivieren Sie den Antrieb. Aktivieren Sie den Antrieb. Feind angegriffen. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Ja. Wir bestätigt das hier zerstören. Und der Weg müsste eigentlich dann recht. Oh, 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 oh. Alarmieren Sie die. Nein! Ah. Ich hasse es. Machen Sie einen Logbucheintrag. Kurs wird geändert. Verstanden. Alle Mann auf Gefechtsstation. Energie in Waffensysteme umleiten. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Bei dir, wenn man direkt angreifen klickt, dann haben die Schiffe teilweise diese Angewohnheit, dass die direkt in Feuerreichweite der Geschütze fliegen. Was ein bisschen unpraktisch ist. Aktivieren Sie den Antrieb. So, das ist zerstört. Dann könnt ihr jetzt ohne hoffentlich Richtung weiteren Verlusten gewechselt. Hier durch. Wir bauen mal ein paar weitere Akira-Klassen. Volle Kraft voraus. Schiffsbau abgeschlossen. Geht mir auch ein bisschen weiter vor. Feind angegriffen. Verstanden. Schiffsbau abgeschlossen. Auf Gefechtsstation. So. Oh, oh. Verstanden. Da kommt ein bisschen was. Alarmieren Sie die Crew. Alle Mann auf Gefechtsstation. Alle Sektionen bitte in Bereitschaft. Weil wenn die Schiffe jetzt wirklich hier lang kommen, dann schiebe ich leicht Richtung Panik. Richtung wird gewechselt. Schiffsbau abgeschlossen. Verstanden. Energie wird in Waffensysteme umgeleitet. Energie wird in Waffensysteme umgeleitet. Alarmieren Sie die Crew. Alle Waffen feuern. Schiffsbau abgeschlossen. Energie wird in Waffensysteme umgeleitet. Feind angegriffen. Energie wird in Waffensysteme umgeleitet. Oh, oh, oh. Schiffsbau abgeschlossen. Ich versuch's gar nicht erst. Kursänderung. Alle Sektionen in Bereitschaft. Zu wenig Metall. Kursänderung. Schiffe zu entern ist sehr sinnvoll, aber bis man das hinkriegt,
dauert ein bisschen. Bin da leicht ungeschickt, kann ich schon mal so sagen. Kaufen wir mal ein bisschen was von unserem Supermetall. Zu wenig Latinum. Ändern Sie den Kurs. So, ihr fliegt jetzt halt hier runter. Schiffsbau abgeschlossen. Alarmieren Sie die Crew. Volle Kraft voraus. Du fliegst mir jetzt halt noch ein bisschen vor, damit wir hier auf dieses Geschütz Sicht haben. Und dann können Steuermann, die Aktiva-Klassen ganz gemütlich Feind mal durch. Und das ist down, das ist sehr gut. Dann würde ich fast schon mal sagen, Schiffsbau begonnen. Das sind genügend für unseren ganzen Auftrag. Oh oh. Das Borgschiff wird uns jetzt halt ein bisschen wehtun. Bewaffnet und bereit. Alle Mann auf die Frachtschiff wurde gebaut. Ihr greift. Es tut gut, Verstärkung zu sehen. Willkommen auf Alpha Theta 6. Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Alle Sektionen in Bereitschaft. Alle Sektionen in Bereitschaft. Schiffsbau abgeschlossen. Bewaffnet und bereit. Ausführung nicht möglich. Finden Sie die nächste Werft. Du kehrst hierhin zurück. Nein! Okay, wenn man den Befehl einmal gegeben hat, dann kann man das Schiff nicht gleich wiederholen. Ihr Metallladen. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Schiffsbau abgeschlossen. Volle Kraft voraus. Wir bauen alle auch ein bisschen feuern. Ein paar Stationsbau begonnen. Verteidigungsanlagen hier hin. Für alle Fälle. Schiffsbau abgeschlossen. Zeigen Sie mir die Sternenkartografie. Wie lauten Ihre Befehle? Die Richtung wird gewechselt. Fall. Schiffsbau abgeschlossen. Ihr nehmt mir jetzt mal das hier und Latinum wird ein bisschen dauern. Alle Sektionen in Bereitschaft. Setzen Sie Kurs. Alarmieren Sie die Crew. Schiffsbau abgeschlossen. Latinum sollten wir aber auch nach und nach doch bekommen. Wenn wir unser Dilithium verkaufen. So, jetzt hätten wir das auch noch. Schiffsbau abgeschlossen. Wir könnten jetzt halt hier ein paar Sachen erforschen. Mache ich jetzt halt nicht. Alles klar. Feind angegriffen. Die erste zwei Konvois sind auf dem Weg. Alle Sektionen in Bereitschaft. Steuermann, ein neuer Kurs. Und ihr holt mir Latinum. Weitere Akira-Klassen. Wäre super, wenn wir hätten. Wir könnten dann es eigentlich auch schon so machen. Schiffsbau abgeschlossen. Nein. Befehl bestätigt. So, erst einmal hierhin und Befehl abgeben. Bestätigt. Schiffsbau abgeschlossen. Kursänderung. Schiffsbau abgeschlossen.
Das ist ein logischer Befehl. Dann bauen wir hier auch noch gleich eine Sensorphalanx hin, dann sehen wir ein bisschen mehr und weiter. Schiffsbau abgeschlossen. Wie lauten Ihre Befehle? Bereit zum Handeln. Okay, Laden ist aufgeladen und kann ich hin. Und alle hier Sektionen in Bereitschaft. Ändern Sie mal den ein bisschen Kurs. Bis hierhin. Schiffsbau abgeschlossen. Naja, mit Crew haben wir jetzt überhaupt keine Probleme mehr. Schiffsbau abgeschlossen. Bestätigt, Sternenflotte. Stationsbau begonnen. Schiffsbau. Ja, also müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Konvois hier angekommen sind. Aber wie gesagt, sind das bloß hier kleine Schiffe, ist das kein Problem. Wären das jetzt ab Borg-Kuben oder sowas, dann hätten wir schon richtig zu wenig Metall. Wir haben ja schon einige gesehen von den Borg-Kuben. Alle Sektionen in Bereitschaft. Man könnte theoretisch auch die Basis der Borg hier zerstören. Alle Sektionen in Bereitschaft. Die befindet sich hier unten. Erster Konvoi eingetroffen. Man kann... Ich mach's jetzt halt nicht. Stationsbau das ist jetzt halt jeden ein bisschen selbst überlassen, wie ihr das handhabt. Verstanden. Hat oder so. Aktivieren Sie den Antrieb. Gut, dass die ihre Spezialfähigkeiten noch nicht einsetzen. Weil dieses Schiff hat eine ganz böse Spezialfähigkeit. Ändern Sie den Kurs. So. Befehl bestätigt. Jetzt fliegt dieses Handelsschiff immer hier hin und her. Alles klar. Alpha Theta 6 ist wieder vollständig mit Metall versorgt. Fürs Erste. Und hier wird es halt auch gleichzeitig mit weiteren Ressourcen geladen. Man könnte auch Crew ihnen bringen, muss jetzt aber nicht sein. Befehl bestätigt. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Ja, jetzt heißt es wirklich nur noch abwarten, bis wir die ganzen Ressourcen hier haben. Aktivieren Sie den Antrieb. So, hier rüber. Alles klar. Befehl bestätigt. Und das könnte man eigentlich recht lang machen, sozusagen, dass man... Alpha Theta 6 ist wieder vollständig mit Delizium versorgt. Das ist halt das Schöne an dem, hier Latinum ist eine recht unendliche Ressource, kann man dann sagen, wenn man hier wirklich sehr viel handelt. Oh, jetzt kommen die Borg. Und, oh. Bewaffnet und bereit. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Bewaffnet und bereit. Bewaffnet und bereit. Diese Schiffswerft hatte sau viel Glück. Mit einem Lebenspunkt überlebt. Befehl bestätigt. Ja, diese Flotte wollte eigentlich das hier zerstören. Darum war ich auch sehr froh, dass wir eine kleine Flotte zumindest hier hatten. Alpha Theta 6 ist wieder vollständig versorgt und wir können mit dem Aufbau unserer Angriffsflotte beginnen.
Vielleicht ist dies der Beginn der größten Offensive in der Geschichte der Sternenflotte.